Wangen liegt auf dem Ridner Hochplateau auf der Westseite hin zum Saantal und liegt auf 1080 Metern Meereshöhe. Das Dorf ist nach Süden ausgerichtet, hat ein günstiges Klima und es gedeiht sogar Obst und Wein. Wangen war lange Zeit eine eigenständige Gemeinde bis 1929 und ist dann der Großgemeinde Ritten einverleibt worden. Das Wangen, es hat ein nettes Dorfbild. Wir haben ein paar alte Stadel drinnen, ein paar alte Gebäude. Und natürlich das Prägende vom Dorf selber ist die Vigiliuskirche. In dem Schulhaus habe ich früher auch unterrichtet, wie ich noch Lehrer war. Und sie gehört auch nicht zu den kleinen Schulen in Südtirol. Und wir sind stolz darauf, dass wir sie noch haben. Es hat Zeiten gegeben, da haben wir allein bis zu 20 Schüler in der Schule gehabt. Wangen war ja lange Zeit von der Außenwelt fast abgeschnitten, kann man sagen. Die Einwohner haben nur über eine ganz primitive Materialseilbahn in das Tal können und nach Bozen können, sind also auch zu Fuß gegangen. Und erst Ende der 60er Jahre ist dann die erste Straße nach Wangen gekommen. Wangen war früher rein landwirtschaftlich geprägt und die Einwohner waren Selbstversorger. Und erst in späterer Zeit sind dann Handwerksbetriebe entstanden. In Wangen gibt es sehr viele Vereine. Es gibt die Feuerwehr, den Sportverein, die Jugendgruppe, die Schützen, den Kirchenchor, die Musikkapelle. Und bei den letzten zwei Vereinen bin ich selber dabei. Ja, hallo Matthias, grüß dich. Und damit hallo auch. Franz, grüß dich. Wenn ich mir die alten Fotos aus der Festschrift so anschaue, dann sehe ich, dass die Wangen noch schon ganz, ganz früh viel, viel Freude am Musizieren gehabt haben. Und man sieht auch aus den Fotos aus, dass sie stolz sein auf das, was sie da bieten. Unsere Kapelle hat eine sehr lange Tradition. Die erste Erwähnung, auf die wir uns eigentlich stützen, stammt aus 1797. Und somit kehren wir zu den 10 ältesten Musikkapellen im Land. Die Musikkapelle Wangen zählt derzeit 48 Mitglieder, ein Kapellmeister, Fähnrich und zwei Marketenderinnen. Um den 19. März findet seit 1988 unser Josefi-Konzert statt. Es ist ein Höhepunkt in unserem musikalischen Jahr. Gestartet hat die Initiative der damalige Kapellmeister Konrad Kofler. Und mittlerweile sind wir beim 27. Konzert angelangt. Wir haben speziell aufs Konzert hin ziemlich viele Proben, also mindestens zweimal die Woche treffen wir uns. Über das ganze Jahr hin sind es ca. 60 Proben, die wir mit der Kapelle machen. Dass wir Wangener musikalisch sein, beweisen wir mit ganz vielen kleinen Gruppen, die aus unserer Kapelle aus entstanden sind. Musizieren tun wir nicht nur im eigenen Dorf, sondern auch auswärts auf Wiesenfesten und dann bei anderen Feierlichkeiten zur Freude aller Zuhörer. Ja, mein Name ist Pater Olaf Wurm. Ich bin Pfarrer in Wangen und Oberinn, bin eigentlich ein Bundesdeutscher, bin aber seit 1990 in Südtirol und gehöre dem Deutschen Orden an. 1999 haben wir 700 Jahre Deutscher Orden in Wangen gefeiert. Also das ist jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit her, dass der Friedrich von Wangen, der Bischof von Trient war, dem Deutschen Orden die Pfarrei anvertraut hat bzw. geschenkt hat. Wangen ist eine kleine und für den Orden sicher auch eher unbedeutende Pfarrei. Aber hier waren zeitweise auch 3, 4 Priester auf einmal tätig. Aber damals waren noch genügend Priester da und heute ist dann nur noch einer. Und der ist dann für mehrere Pfarreien zuständig.
Also an den Deutschen Orden erinnert vor allen Dingen das Vidum, das 1902 von Hochmeister Erzherzog Eugen erbaut worden ist. Weiters erinnert natürlich in den Kirchen, sowohl in der Pfarrkirche wie in St. Vigilius oder auch Johannes am Kofel, natürlich verschiedene Ordensabzeichen und natürlich in besonderer Weise der jeweilige Ordenspriester, der hier als Pfarrer residiert. Der Deutsche Orden hat natürlich über die Jahrhunderte durch verschiedene Persönlichkeiten dieses Dorf natürlich auch geprägt. Zum Beispiel einer meiner Vorvorgänger war der Pater Polikap, der ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus war. Und er hatte auch eine Verbindung mit Kanonikus Gampa. Und Kanonikus Gampa hat diese Verbindung dann auch ausgenutzt, um vor seiner Verhaftung zu fliehen. Und er ist hier nach Wangen ins Vidum geflohen und hat sich hier über Wochen versteckt, bevor er dann nach Florenz weitergeflohen ist vor der nationalsozialistischen Verfolgung. In diesem Zimmer hat sich Kanonikus Gampa versteckt. Das Zimmer existiert jetzt natürlich in dieser Form nicht mehr. Aber man hat auch heute noch diesen wunderschönen Blick auf Bozen, den auch Kanonikus Gampa sehr geschätzt hat, weil er sich ja auch sehr verbunden gefühlt hat mit Bozen. Ja, die Burg Wangen bei Lamont hat im Zusammenhang mit Wangen durchaus eine entscheidende Bedeutung, weil die Burg Wangen über viele Jahrhunderte das Gericht von Wangen war und damit natürlich auch sozusagen die legislative und gerichtlichen Dinge, die sich in Wangen und der Gemeinde Wangen zugehörig waren, sich hier abgespielt haben. Die Wangener waren um 1200 eine wichtige Adelsfamilie an der Etsch. Friedrich II. Hat seinen Brüdern die Erlaubnis gegeben, auf dem Burgstall von Langegg diese Burg zu bauen, mit der Verpflichtung, sie für ihn immer offen zu halten. Sie waren also sozusagen Bischofstreue und sind deshalb dann in Konflikt mit den Tirolern gekommen. Und die Tiroler haben letztendlich gesiegt. Das ist auch der Grund, dass unser Land an der Etsch Tirol heißt. Wenn die Wangener stärker gewesen wären, würde es möglicherweise Wangen heißen. Die Burg ist ja mehrmals verfallen, ist zuletzt 1882 wieder aufgebaut worden vom Julius Jordan. Und ein weitläufiger Verwandter von mir, Georg Gasser, hat diese Burg gekauft. Und seine Tochter, die Zilli Gasser, hat bis Anfangs der 70er Jahre hier gewohnt. Und ich habe sie besucht. Und das war natürlich eine sehr romantische Stimmung hier. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich irgendwo in der Umgebung von Bozen wohnen möchte, möchte ich hier wohnen. Und das ist mir gelungen. Hat jahrzehntelangen Ausbau der Burg, Renovierung der Burg gebraucht, damit sie wieder bewohnbar war. Aber jetzt, ich würde es als gelungen bezeichnen und meine Familie fühlt sich ja sehr wohl. Wir sitzen mitten in den Felsen, aber nach Süden offen zur mediterranen Region. Im Südgarten wachsen Opuntien, wachsen Palmen. Also wir haben durchaus auch südliche Flora hier und diese Mischung zwischen alpinen, rauen Klima, aber trotzdem schon die Ahnung des mediterranen Raums, das finde ich besonders schön hier auf Bellamont. Ja, die Leidenschaft von meiner Frau und von mir seien die arabischen Pferde. Wir züchten seit über 30 Jahren Vollblut-Araber hier in Wangen am Gaukhof. Also das arabische Vollblut ist ein wunderbares Pferd. Es hat vor allem einen tollen Charakter und es ist auch für einen Kenner der Inbegriff, sage ich mal, an Schönheit. Angefangen hat es, dass mein Vater grundsätzlich im Herzen ein Bauer war und die Leidenschaft gehabt hat für die Landwirtschaft. Und dann hat er den Hof gefunden und gekauft 1979 und dann hat man mit Ochsen begonnen. Und dann sind Haflinger dazu gekommen. Wir haben eine kleine, feine Haflingerzucht gehabt. Und mit der wir eigentlich die ersten Schritte, sag ich mal, in der Pferdeszene gewagt haben. Ja, und dann hat mein Vater die unterschiedlichen Pferdemessen besucht und hat sich verliebt in das arabische Vollblut. Das heißt, es ist eine Krankheit, die heißt Arabitis.
Und es ist auch eine besondere eben Freude, die, was man für das Tier dann hat. Also wir haben sehr vieles gewonnen und in den goldenen Jahren sind wir heimgekommen mit dem ganzen Kofferraum im Auto voll Pokale und das war vom Aufwand her schon beeindruckend. Ich habe selber noch Pferde auch noch präsentiert in Cervia. Heute ist einfach die Kriterien und die Auswahl, nicht, um da vorne dabei zu sein, sehr kompliziert geworden. Das ist der Bashir Al-Gauk. Das erste rein ägyptische Fohlen, was in Südtirol geboren ist. Für uns ein riesen Zuchterfolg. Der Junghengst hat bereits vieles gewonnen. Und für uns eine riesen Bestätigung, dass wir mit unserem rein ägyptischen Zuchtprogramm viele Erfolge erhoben können. Mein Vater hat polnisch-russische Blutlinie gezüchtet und wir haben auf ägyptische Blutlinien umgestellt. Und es ist uns gelungen, mit diesen neuen Blutlinien wieder Teil zu werden, also in, nennen wir es, im europäischen Kreislauf der wichtigen Züchter. Wir befinden uns in Wangen. Unser Hof liegt in Unterwangen. Das ist Steinmannhof, wir haben auch einen Buschenschank und der liegt ungefähr 5 km vom Dorf entfernt. Früher hat man in der Fastenzeit ein Stück Fischgrätschel gekocht. Das ist ein ganz bescheidenes Essen gewesen, weil es auch mit Kartoffeln viel mit Kartoffeln gemacht wird. Stockfisch haben sie früher ganz wenig getan und deswegen ist es halt ein richtiges Fastenessen gewesen. Es hat es noch gewöhnlich auch schon Mittwoch gegeben. Ja, heute ist fast eher ein teures Essen geworden. Man gibt heute nicht nur Kartoffeln ein, man tut heute halt viel Stockfisch ein und verfeinert es halt, ist eigentlich relativ fast eine Delikatesse geworden. Zuerst tut man in Zwiebeln schneiden und in der Zwischenzeit tut man in der Pfanne das Öl und noch in Butter rein und dann gibt man in Zwiebel dazu und dort einfach schön braun dünsten. In der Zwischenzeit schneide ich die Kartoffeln auf und diese separat in der Pfanne rösten. Zum Zwiebel tut man in Stockfisch rein und lasse ihn das noch einmal schön unbraten, gibt es Lava dazu und wenn es schön ungebraten ist, mit Weißwein löschen. Jetzt kommen die Kartoffeln zum Stockfisch rein, tut der Petersil drauf und die Sahne drüber und tut alles zusammen umrühren und dann ist Stockfischgrätschel fertig. Wir in der Familie essen Stockfischgrätschel gern und die Gäste essen es auch recht gern. In Wangen kann man sehr gut leben. Es ist eher ruhig und beschaulich. Man hat eine wunderbare Aussicht. Man hat seine Ruhe, ist weg von der ganzen Hektik. Und ich selber wohne in einem wunderbaren Platz, wo ich auf die Bozen anschauen kann.